so frustriert gegen Königsblau am Donnerstag in Amsterdam vom Platz. Nur drei Tage später, Sonntag in Darmstadt, muss eine ganz andere Leistung her. Gegen einen ganz anderen Gegner. Gegensätzlicher können die Mannschaften kaum sein, Ajax Amsterdam und Darmstadt. Eine Mannschaft, die, glaube ich, in der Rückrunde mit Thorsten Frings nochmal Mut geschöpft hat. Haben viele Spieler verpflichtet, die, glaube ich, die Mannschaft sehr stabilisiert haben. Der Rückblick auf das Hinspiel zeigt, auch da war Darmstadt keine leichte Beute. In der sechsten Minute gingen sie durch Heller sogar in Führung. Da musste Schalke lange arbeiten. Choupo-Moting und Kolasinac machen dann das 1:1. Und Schalke hätte noch kurz vor der Pause die Gelegenheit gehabt, in Führung zu gehen. Aber Erik Maxim Choupo-Moting vergibt den Elfmeter. Das wird ihm am Sonntag nicht passieren, denn er ist ja weiter verletzt. Sein 2:1 hat natürlich ihn am meisten gefreut. Und der Deckel drauf war dann nach dem tollen Pass von Konopljanka mit Schöps 3:1. Wir werden auf eine richtig kampfstarke Mannschaft treffen, die sich hinten reinstellen wird. Wir sind natürlich Tabellenletzter und trotz alledem haben sie viele Spiele dabei, die immer wieder eng ausgehen. Sie fighten um jeden Ball und wir müssen zusehen, dass wir schleunigst das erste Tor schießen, damit wir ein bisschen Ruhe ins Spiel kriegen. Da müssen wir einfach der Favoritenrolle ab der ersten Sekunde gerecht werden und den Spagat zwischen Euroleague und Bundesliga einfach schaffen.